Okay. Hi, ich bin der Olli, ich bin 31 Jahre alt und ich bin im Bereich PR und Marketing tätig. Ästhetische Behandlungen sind das beste Mittel, um sich das zu verwirklichen, wie man sein Ideal vor sich sieht, um das dann zu realisieren. Und ja, deshalb bin ich ein ganz großer Freund davon, wenn man sich dadurch ein kleines Stückchen eine bessere Welt selber schaffen kann. Pride Month für mich ist ein Zeichen der Anerkennung von Unternehmen, kleinen Geschäften. Ja, ein Unternehmen, das zeigt, dass es sich dafür bereit erklärt, für Menschen einzustehen, die es nicht so haben, nicht so gut haben wie die breite Gesellschaft. Und das ist leider immer noch so. Und ich glaube, genau das ist das Zeichen vom Pride Month. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass es immer noch Menschen gibt, denen es nicht so gut geht wie uns selber. Und vor allem das Allerwichtigste ist, wenn es diesen Menschen besser geht, geht es mir selber nicht schlechter oder besser. Ich finde es wundervoll, dass M1 Beauty als international agierendes Unternehmen beim Pride Month mitmacht, denn es zeigt, dass es sich auch öffnet gegenüber den Menschen, die sonst nicht so viel Respekt, Toleranz und Akzeptanz vor allem erfahren. Und vor allem, dass es nochmal untermauert, dass wirklich hier jeder als Mensch gesehen wird und akzeptiert wird. Und der Pride Month ist eben genau dafür da, dass eben Unternehmen auch sagen, hey, wir sehen euch, wir sind für euch da. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir alle wissen, dass Pride Month nicht nur einmal im Jahr ist, sondern wirklich alle 12 Monate über. Und es ist egal, ob wir uns da von außen, von innen uns haben helfen lassen, durch Freunde, durch wunderschöne Behandlungen bei M1 Beauty oder auch nicht. Wenn wir uns besser fühlen, ist es immer ein Zeichen dafür, dass wir auch für etwas einstehen können. Und einstehen können bedeutet auch etwas, dass wir für uns selber da sind und die Gesellschaft verbessern. Und nur wenn wir selber anfangen, die Gesellschaft zu verbessern, kann sich die Gesellschaft auch ändern. Deshalb, Happy Pride!